Er ging 20.000 Kilometer zu Fuß. Achill Moser sieht im Gehen eine wirkliche Möglichkeit der Vertiefung des eigenen Lebens. Heute sprechen wir mit ihm über sein neues Buch »Zu Fuß hält die Seele Schritt – Gehen als Lebenskunst«. Was reizt Sie eigentlich daran, überhaupt in andere Länder aufzubrechen und vor allen Dingen auf diese unmittelbare Art und Weise? Wir brechen ja auch alle mal in andere Länder auf, aber zu sagen, ich breche in ein Land auf und durchlaufe es, bewandere es zu Fuß, das ist doch etwas ganz anderes. Es ist so gewesen, dass ich mit 16, 17 Jahren alles Mögliche gelesen habe. Ich glaube, ich bin so ein ganz klassischer Mensch, der so die Schatzinsel gelesen hat, Robinson Crusoe, sein Karl May. Ich habe das Reisen begonnen, zum ersten Mal weiter. Mit 17 war ich zum ersten Mal in Marokko und das war so mein erstes großes Sehnsuchtsziel. Das habe ich mir aber erarbeitet. Ich komme jetzt nicht aus einer Familie, wie es ja manchmal bei uns in Hamburg auch so ist, jedenfalls in dem Stadtteil, wo ich lebe, wo Papi und Mami dann gerne mal das alles für bezahlen, für die Tochter, den Sohn. Ich habe damals eben angefangen, neben der Schule Gabelstapler zu fahren, Zeitungen auszutragen, alles, was man so macht, Prospekte auszutragen, um mir das erste Geld zu verdienen, um dann da runterzukommen. Ich muss allerdings sagen, dass die ersten größeren Reisen, die dann selbst finanziert waren, aber auch immer ein Stück Flucht waren, weil ich habe ja im Glück der Weite auch darüber geschrieben, so mein Familienhaus war jetzt nicht so happy around, wie man sich das heute so vorstellt, wie glaube ich auch meine Söhne sagen können, dass es ganz happy around ist und war. Insofern bin ich auch aufgebrochen, jetzt nicht aus Neugier und das Fremde zu erleben, sondern ich suchte auch nach Menschen und Begegnungen und vielleicht einem Stück Land, auch in mir selber drin, wo es besser ist als zu Hause. Und irgendwo trifft man ja manchmal, ich glaube, wir alle auf irgendwelche Landschaften, das können Wälder, Berge, das kann das Meer, der Strand sein, wo man sagt, wow, ich kann das nicht erklären, aber irgendwie fühle ich mich doch hier ganz heimisch und wohl und besser als sonst. In der Rückschau entsinne ich mich vor allem an ein Erlebnis, das meine Leidenschaft zum Gehen und Wandern weckte. Es war gegen Ende der 1970er Jahre. Damals war ich in den weitgehend wilden Norden Kenias gereist, wo die Volksstämme der Samburu und Turkana leben. Als Student der Afrikanistik faszinierten mich diese Naturvölker, deren Kultur grundlegend anders war als meine. Fast nackt, nur mit ein paar Tüchern um die Hüften und Schultern geschwungen, wanderten die Nomaden durch das dornige, rotbraune Land, wobei sie ständig Ausschau hielten nach Wasserstellen und Nahrung für ihre Herden. Hatten sie ein Dorf vor Augen, das ihr Ziel war, blieben die Männer stehen und warteten eine Weile. Anfangs verstand ich ihr Verhalten überhaupt nicht. Doch dann erklärten mir die Turkaner, für die das Gehen nicht nur Lebensinhalt, sondern existenzielle Daseinsform ist, ihre Maxime. Nach einem langen Marsch warteten sie eine gewisse Zeit vor ihrem Zielort, damit ihre Seele sie einholt. Denn nur zu Fuß hält die Seele Schritt, sagten die Nomaden. Das Alleinsein oder die Einsamkeit war für mich eigentlich immer ein wesentlicher Faktor, weil ich habe das früher als kleiner Junge auch bei meinen Großeltern erlebt, die sehr, sehr einsam und allein waren. Und ich wollte immer wissen, was das eigentlich bedeutet, hatte aber großen Respekt vor diesen Begriffen und habe aber selber später dann festgestellt, dass das auch in mir selbst sehr, sehr viele Ängste auslöst, also bis hin zu Tränen oder so, weil man sich natürlich in der Einsamkeit und in der Abgeschiedenheit unglaublich selbst kennenlernt, in einer Form, die man bislang noch nicht so wusste oder verdrängt hat, weil man ja in der Einsamkeit, bleiben wir mal bei dem Beispiel Wüste, du hast da keine Ablenkung, du bist dir wirklich total selbst ausgeliefert und spürst einfach Dinge an dir selbst auch, wo man sagt, mein Gott, ich weiß nicht, ob ich damit zurechtkomme. Es ist auch ein großer Schatz hinsichtlich Glückseligkeit. Also man erfährt auch genau das andere. Denn entscheidend ist doch eins, dass ganz, ganz viele Menschen früher ja auch aus der Historie heraus in die Wüste gegangen sind. Wir sitzen ja auch hier in einem Haus, sage ich mal im weitesten Sinne. Alle großen Weltreligionen, also Judentum, Christentum und der Islam, sind in der Wüste entstanden, aus der Einsamkeit, aus der Abgeschiedenheit heraus.
Und das gibt einem natürlich zu denken, weil man in der Abgeschiedenheit, in der Einsamkeit natürlich auch offen ist für Begegnungen, offen auch Stimmen vielleicht zu hören, spirituelle Erfahrungen zu machen, die natürlich auch bereichernde Effekte haben. Und das Bedeutsame war für mich, was mir hängen geblieben ist, wir steigen den Mosesberg am Nachmittag hoch, bauen oben dort ein Zelt auf dem Gipfelplateau. Wir wollen einige Tage dort verbringen, weil manchmal ist es sehr voll da auch, weil viele Touristen hochlaufen, schauen sich den Sonnenaufgang auf und dann wandern sie wieder hinab. Wir wollten aber auch die Stille oder eben halt einfach diese große Naturlandschaft dort erfahren. Und eines Nachts steht mein Sohn dann so direkt so an einem Abgrund sehr nahe dran. Ich machte mir schon sehr Sorgen und guckte so hoch zum Sternenhimmel, wirklich millionenfach glitzerte er da, breitet so die Arme aus und sagt zu mir, weißt du Papa, hier oben ist es irgendwie stiller als still. Es ist einer dieser Orte, wo ich immer sagen würde, wenn es um die Frage Glauben geht, ohne das jetzt zu vertiefen zu wollen, ich weiß es nicht, aber wenn ich da das alles so sehe, der Glaube macht es wahr. Damit gebe ich mich dann zufrieden und gehe weiter. Was bedeutet eigentlich Heimat für Sie? Was bedeutet das Zuhause sein? Oder würden Sie sagen, Sie sind gar nicht an einem Ort zu Hause, sondern Sie sind woanders zu Hause? Gerade wenn ich jetzt hier sitze und mir gehen jetzt einige Menschen so durch den Kopf, die mich über Jahre, oft über Wochen und Monate begleitet haben. Und ich weiß, dass ich sie mit Sicherheit nie wiedersehen werde. Und das meine ich, dass auch von mir ein Stück in den jeweiligen unterschiedlichen Ländern zurückbleibt. Was ich aber mehr als Bereicherung sehe, das heißt, wir Menschen sind ja auch die Summe unserer Begleiter. Das heißt also, auch Reisen und Begleiter unterwegs nehme ich ja in mir auf und trage sie dann mit mir weiter im positiven Sinne. In dem neuen Buch, also in dem, was jetzt folgt, habe ich mich aber intensiv mit dem Begriff Heimat auch beschäftigt. Und das hat sich natürlich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte schon verändert. Mein Stück Heimat ist ganz schnöde und schlicht und einfach Hamburg. Und da kehre ich immer gerne wieder hin zurück. Ich bin der Meinung also, dass wir Fortschritt, wenn wir Fortschritt in irgendeiner Weise betiteln wollen oder benennen wollen, es nicht an irgendwelchen technischen Errungenschaften machen sollten, sondern eigentlich daran festmachen sollten, wie wir menschlich miteinander und untereinander umgehen.